Leute, habt ihr gesehen? Ich hab echt schon wieder meine Tasse ausgetrunken. Ja, sag mal, Leute, nochmal. Ah! Hi! Leute, ich kann's immer noch nicht glauben. Okay, ich glaub's. Wie einfach 500.000 Leute nicht mit ihrer Maus klarkommen und sich auf diesen Button verklickt haben. Das ist ein Crop. Die ganze Generation, die mit PC und Internet aufwächst und dann das. Was soll das? Entschuldigung, ich glaube, das hat mich gestern alles irgendwie auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Ich bin, nachdem ich das Video fertig hatte, hier gestern nochmal reingekommen. Das sah genau so aus, wie man halt ganz normal reinkommt, wenn man mit dem Kopf ein bisschen... Hab mich hingesetzt und sagte mir... Schön die Schlange würgen, da bleibt das Blut in Wallung. Ich guck einfach mal, wann's denn jetzt hier konkret soweit ist, ja? Und ich saß. Und als dann so allmählich die Zeit fortschritt, saß ich. Und das ist dann der Punkt, wo man denkt, es könnte jetzt mal langsam... Und ich saß. Und dann passierte es. Ich saß erstmal noch eine Weile. Ihr fucking Fatzenmann! Ich saß hier so verdammt lange und hab auf diesen Counter gestarrt, dass sich meine Arschbacken so unglaublich verkrampft haben, als es dann passiert ist und der Counter hochgeschossen ist, ich erstmal gedacht habe, ich hab mich irgendwie eingeschissen oder so. War dann auch erstmal ein sehr angenehmes Gefühl und dann kam Bier ins Spiel. Und dann geht es schon. Sogleich erreichten mich unzählige Glückwünsche. Twitter explodiert. Instagram schloss zeitweise meinen Account wegen des Verdachts auf Bildung einer terroristischen Organisation. Facebook. Quatsch, niemand hat Facebook. Mein Telefon lief heiß. Ah, sie rufen an wegen der Dildo-Sammlung. Alle Nachbarn in Blöcken links und rechts schmissen ihre Tangas aus dem Fenster. Und da war ich nun und dachte mir... Ich dachte mir was. Also ich habe dann nochmal kurz mich selber ein bisschen Revue passieren lassen, ja. Oder wie das heißt. Ja, weiß das. Wieder keiner. Kam zu der Einschätzung, psychologische Hilfe ist hier definitiv angebracht. Habe mich dann im Endeffekt an einen sehr guten Bro von mir gewandt. Seines Zeichens auch komplett auf Stoff, der Typ. Mir jetzt irgendwie nicht so richtig weitergeholfen. Ich überlegte mir so, lenkst dich ab, machst irgendwie zur Feier des Tages, machst irgendwie ein nices Pick für Instagram oder so. Und dann hat's mich geschmiergelt. Oh, scheiße. Da muss sehr gut aussehen. Klappt safe. Auch keine Option. Andere Ideen? Wieder keiner. Wie feiert man das, wenn einem 500.000 Leute vermutlich aus Mitleid einfach mal folgen? Einfach folgen. Ich habe mich dann erstmal kurzerhand in Ermangelung einer besseren Alternative für den Eierlikör entschieden. Ach, du Schlingel. Aber davon habt ihr ja jetzt auch nicht so viel. Das 500.000 Abonnenten Spezial, ja? Mit Doppelkäse und einer extra Portion Gnobi-Brot. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich bin froh, wenn ich früh nicht vergesse, mir einen Schlüpper anzuziehen. Nee, wir brauchen jetzt hier auch eigentlich gar nicht weiter probieren, witzig zu sein oder so. Im Gegensatz zu meinen Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch, hast du dir recht verdient. Der war gut, Digga. Um herauszufinden, ob an dieser sehr gewagten These dennoch vielleicht ein bisschen was dran ist, verschaffen wir uns mal einen groben Überblick über besagten YouTuber und seinen Content, den er der Masse zur Verfügung stellt. Erfüllt er einen Bildungsauftrag? Wombats sind die einzigen Tiere auf der Welt, die würfelförmigen Kot ausscheiden. Die knuffigen Vegetarier hinterlassen täglich 80 bis 100 der kleinen Klötzchen, um ihre Revier abzustecken und miteinander über Duft zu kommunizieren. Je höher und besser platziert der Haufen, desto stärker lockt er andere Wombats an, um daran zu schnuppern und in Austausch zu treten. Die Häufchen sollen nicht wegrollen, sondern an exponierten Orten kleine Stapel bilden. Anstatt denen einfach gute Augen zu geben. Da stapeln die Würfelkacke. Das ist deren WhatsApp. Ich kann mir schon vorstellen, wie dann der Unterricht bei Mama Wombat verläuft. Mama, ich kann es nicht lesen. Ach, ist das euer Ernst? Das heißt doch wohl eindeutig, mach deine Mathehausaufgaben. Mama, setzt er sich inklusiv für Minderheiten ein. Zurzeit erfreut sich ja die Serie Wie viel ist dein Outfit wert? Großer Beliebtheit. Ein Format, in dem es darum geht, wildfremde Leute auf der Straße anzuquatschen und herauszufinden, dass sie für ihre Baumwolle 500 statt 20 Euro bezahlt haben. Ich bin's, Yannick, aka German Hype Kid. Kommt mit, ich zeig euch mal meinen Kleiderschrank. Der Typ, Alter. Das ist übrigens mein Kleiderschrank. Hier, und was hast du da gekauft? Okay, da habe ich mir einmal ein Notizbuch gekauft, ganz normal. Ja. Natürlich, Bruder, muss absolut los. Ist der gut aussehend?
Beweist er in vielerlei Hinsicht Skill oder Talent? Kletterwaldgekraxe, yes! Da bin ich immer sehr gut, Kappa. Shit, das ist hier die Stelle des Versagens. Ich meine des großen First-Try-Erfolgs, das ist klar. Ich bin nämlich Gott. Nein! Verdammt. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich muss da auf diesen Kackstein. Nein! Oh, ich muss nicht auf diesen Kackstein. Nein! Oh. Verdammt. Wie doof. Nein, jetzt nicht runterfallen. Das wäre so dumm. Das wäre so... Easy. Oder macht er einfach. Ja, ihr habt recht. Der Typ hat's definitiv vollkommen verdient. Also zumindest folgen diesem Knaben jetzt scheinbar 5 und ein paar Nullen Follower, Alter. Und da fragt man sich einfach nur... Verdammte Scheiße, wer zum Teufel hat die Herzen aufgestellt? Naja, und ich kann jetzt hier wie immer irgendwie am anderen Ende der Leitung sitzen und ich habe das Gefühl, man erwartet irgendwie was von mir. Ich kann gar nichts dafür. Und im Endeffekt hat sich die ganze Sache halt doch irgendwie angefühlt wie... ein ganz normaler Tag, ja. Bis auf natürlich die ganzen liebgemeinten Glückwünsche und Kunstwerke, die ich zur freudigen Anfreudung dieses Ereignisses von euch erhalten. Genau, alles klar. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegt. Im Endeffekt ist halt die Zahl auch irgendwie bloß eine Zahl. Ach was, Professor Sepp! Und klar, es ist natürlich ein feierbarer Meilenstein und auch was, womit man vor der Schwiegermutter angeben könnte. Hast du die Oma wieder dran gekriegt? Aber die Bedeutung hinter dieser ganzen Reise, wo es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir das jetzt feiern dürfen, ist für mich irgendwie wesentlich wichtiger geworden in letzter Zeit. Darum auch dieser kleine Mini-Zusammenschnitt gerade. Ich habe mir da schon ein bisschen was zu überlegt. Ach, das nimmt mir sowieso keiner ab. Ich muss halt auf die 8 Minuten kommen, Leute. Nennen wir es beim Namen. Und gerade jetzt im letzten Jahr ist halt irgendwie extrem viel passiert. Die Pandemie hat uns viele Events weggenommen und damit die Möglichkeit, uns irgendwie mal zu treffen. Und ich habe in den Monaten immer und immer wieder realisiert, wie sehr ich das eigentlich vermisse. Wie sehr einen dieses Gefühl erdet, in die Gesichter von Leuten schauen zu können, die ausstrahlen, was es für eine Bedeutung für sie hat, was wir hier jeden Tag irgendwie gemeinsam auf die Beine stellen. Und dann habe ich angefangen, so halbwegs regelmäßig zu livestreamen, um euch und mir natürlich auch selber die Möglichkeit zu geben, irgendwie in den näheren Austausch miteinander zu treten. Einfach mal ein bisschen zu quatschen, zu lachen, zu weinen und viele schöne Momente miteinander zu teilen. Und dann werden so konkrete Zahlen irgendwann wesentlich weniger relevant, weil es viel mehr um die einzelnen Momente geht, die man teilen kann auf dieser Reise und die Frage, wer ist dabei? Und da freut man sich über jeden Einzelnen. Außer über Jeremy Pascal, weil der fragt immer nach FNAF. Vielen lieben Dank, Leute, für euren crazy Support, für eure Liebe. Das ist irgendwie alles, was ich mehr oder weniger dazu sagen kann. Es war eine wilde Fahrt und die ist noch nicht vorbei. Oh nein!